Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Bohren von Öl- und Gasbohrungen ist ein sehr teures Vergnügen und deswegen ist der Auftraggeber natürlich immer unzufrieden mit der Geschwindigkeit und möchte, dass es schneller geht. Und wer zu Hause schon mal als Heimwerker sich betätigt hat, der weiß, dass man schneller bohren kann, wenn man entweder den Bohrer schneller drehen lässt oder den Bohrer stärker andrückt. Wir wollen uns jetzt mal darauf konzentrieren, den Bohrer schneller zu drehen. In der Tiefbohrtechnik ist das nicht ganz einfach, denn wenn wir den langen, dünnen Strang schnell drehen, fängt der furchtbar an zu schwingen. Und das ist also nicht so günstig. Wir müssen also uns was anderes ausdenken. Wenn wir den Bohrstrang nicht oben antreiben können, dann müssen wir ihn unten antreiben. Und dafür gibt es etwas, was wir Bohrmotor nennen. Das ist ein Gerät, was direkt oberhalb des Bohrmeißels in den Bohrstrang integriert wird. Und so ein Bohrmotor funktioniert im weitesten Sinne so ein bisschen wie eine Kaufhausdrehtür. In der Drehtür ist es so, je mehr Menschen wir durchschieben, desto schneller dreht sich die Tür. Und bei einem Bohrmotor ist es im Prinzip so ähnlich. Wir pumpen oben Bohrspülung rein und je mehr Bohrspülung wir durchpumpen, desto schneller dreht sich der Meißel. Das liegt daran, dass sich in einem Bohrmotor, ähnlich der Drehtür, ein Rotor befindet, der in dem Stator sich befindet. Und Stator und Rotor sind so geformt, dass sie Kammern bilden, die gegeneinander abgeschlossen sind. Und wenn die Spülung durch das System durchgedrückt wird, muss sich der Rotor drehen, so ähnlich wie es die Kaufhausdrehtür tut. Das Tolle an so einem Bohrmotor ist, dass man Rotor und Stator nicht nur mit dieser Form ausführen kann, sondern man kann praktisch beliebige Formen benutzen, so ähnlich wie das hier im Hintergrund auch zu sehen ist. Und abhängig von der Form von Rotor und Stator ergibt sich für den Motor auch immer eine ganz spezifische Charakteristik. Man kann Schnellläufer, Langläufer, Motoren mit hohem Drehmoment, mit geringerem Drehmoment bauen, alles ist möglich. Und so ist es also deshalb auch möglich, den Bohrmotor ganz speziell auf den zu verwendenden Bohrmeißel abzustimmen. Rollenmeißel zum Beispiel mögen gern sehr geringe Drehzahlen. PDC-Meißel brauchen ein hohes Drehmoment, weil sie das Gestein scherend abtragen. Und imprägnierte Meißel schmirgeln das Gestein ab, die freuen sich über sehr, sehr hohe Drehzahlen. Und so gibt es also für jeden Bohrmeißel auch den passenden Bohrmotor. Diese Bohrmotoren sind übrigens überraschend stark und erreichen viele 100 PS, in manchen Fällen sogar 850 PS, so ähnlich wie dieser Rennwagen hier hinter mir. Bohrmotoren sind Standardwerkzeuge, die heutzutage in fast jeder Bohrgarnitur eingebaut werden und die auf diese Weise dafür sorgen, dass die Bohrkosten reduziert werden durch effektive Bohrarbeit. Wer das ganz genau wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!